Sturmwolken ziehen sich über Europa zusammen. Misstrauen und Rivalitäten zwischen den Königreichen drohen, die Welt in einer Welle des Krieges zu ertränken. So, und damit herzlich willkommen zu Medieval 2 Total War. Entwickelt von Creative Assembly und published von Sega. Es ist ein eigentlich recht altes Spiel, denn es ist im Jahre 2006, wenn man genau will, am 10. November 2006 rausgekommen. Und wir kennen es bereits, falls ihr schon Rome Total War hier gesehen habt oder kennt. Es ist halt ein Spiel vom Genre aus einer Kombination von einem Echtzeit-Strategiespiel und ja. Was wir auf der Weltkarte halt machen, ist halt rundenbasiert. So. Und wir haben es ja hier gesehen, es ist ja, wie der Titel auch verrät, im Mittelalter-Segment. Und ja, wir haben auch ein paar Kanonen gesehen, das heißt, wir bewegen uns vom Mittelalter bis, ich weiß nicht wie weit, ein bisschen oder schon etwas sehr ins Zeitalter mit, wie sagt man, Schwarzpulver, Schusswaffen, da rein. Obwohl etwas früher. Ja, nicht so weit. Schon etwas. Es ist ein bisschen, also man sagt zwar, also es steht zwar nicht mal da, es ist ein bisschen historisch. Es ist eher historisch ein bisschen angelehnt. Also als ein bisschen grober Rahmen. Ne? Aber das soll ja nicht stören. So, was machen wir? Natürlich Einzelspieler. Schwupp. Und wir machen die große Kampagne. So, und als wären für, als welche Seite wählen wir. Wir haben ja relativ viel England, Frankreich, das Heilige Römische Reich, das nehmen wir natürlich. Wir machen als Römer weiter. So, und dann gibt es von den Türken über den Mauren sogar noch Russland haben wir hier. Byzantisches Reich. Byzantinisches Reich. Portugal, Ungarn und. So, wir nehmen aber das Heilige Römische Reich. Wir machen die Regeln. Oh, wir haben zwischen kurz und lang. In dem lang halten wir 45 Regionen, inklusive Rom. Berater unbedingt abschalten, den hole ich nur hinzu, wenn es wichtig ist. Oder wenn ich irgendwas wichtig haben will, sonst redet der andauernd. So war es zumindest in Rome Total War. So, Schwierigkeit machen wir schwer. Ich glaube, sehr schwer ist dann zu viel Cheaterei beim Gegner. Das ist auch ein bisschen doof. So, Zebotzüge wollen wir haben. Alle Städte verwalten. Nö, das mache ich selber. Kein Schlachtlimit. Nö, wir wollen Schlachtlimit, falls irgendwas schief läuft. Das hatten wir in Rome Total War. Da haben wir Schlachtlimit unbedingt gebraucht. So, und wir haben hier das Heilige Römische Reich. Wir haben eine relativ starke Gesamtkombination. Ich denke auch, das Spiel ist ein bisschen darauf ausgelegt. Obwohl es nicht mehr so sehr ausgelegt ist. Das heißt, es gibt eigentlich schon andere Seiten, die man auch gut spielen kann und eine gute Mischung hat von den verschiedenen Einheiten. In Rome Total War war es eher so, dass es schon eher auf die Römer ausgelegt war. Da hatte man dann einfach mehr Einheiten. Es gibt noch ein paar andere Seiten. Aber wenn man zum Beispiel die Gallier gespielt hat, da gab es jetzt nicht viele unterschiedliche Einheiten. Haben wir jetzt nicht gesehen, aber bei den Römern gab es halt viele. So, aber jetzt das Heilige Römische Reich. Das Heilige Römische Reich. 1080 nach Christus, also schon relativ spät. Heiliges Römisches Reich.
ist ein irreführender Name für die größte Ansammlung von Königreichen und Ländern in Europa, egal wie man es betrachtet. Es ist das Byzantische Reich, welches eigentlich das Vermächtnis der alten Römer fortführt und der Einwand der Kaiser, der germanische Name für den römischen Imperator, im Diener der römisch-katholischen Kirche, ist zurzeit lachhaft, okay. Und was ist mit dem Byzantinischen Reich? Byzanz ist der Schatten, der vom alten römischen Reich zurückgeblieben ist. Ein Schatten nur, weil die Byzantiner zwar das zivilisierte Leben fortführen, das ihr römisches Vermächtnis ist, jedoch wenig zu seiner Bekräftigung getan haben. In der Tat liegt in ihrer Ehrfurcht vor den alten Bräuchen wohl der Grund für diese Stagnation, in der sich das Reich nun befindet, da die Welt allmählich weitergezogen ist. Ganz besonders kamen die unterschiedlichen Denkweisen von Byzanz und dem Westen zur Zeit der Kirchenspaltung des Schismas zum Vorschein. Keine Ahnung. Generell, ich kenne mich eigentlich relativ schlecht geschichtlich aus. Wäre cool, wenn ich es wüsste, aber ich weiß es leider nicht. So, und wir gehen jetzt rein. Wir haben alles eingestellt. Ja. Rein da. Das Heilige Römische Reich erstreckt sich über einen gewaltigen Teil Europas. Beherrscht vom Kaiser, der vom Papst selbst gekrönt wurde, ist der Einfluss des Reiches stark und mächtig. Seitdem Karl der Große zum Kaiser gekrönt wurde, haben die Soldaten des Reiches für den Sieg gekämpft. Doch Krieg bleibt brutal, selbst wenn er von einem Heiligen Reich geführt wird. Die Deutschen haben im Reich die größte Macht, auch wenn es nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Um es zu früherem Ruhm zu führen, braucht es einen großen General. Es braucht mich. Und viele Streich, obwohl von kleiner Art, hauen um und fällen selbst die härteste Eiche. Shakespeare. Ich weiß aber nicht wo. So, und hier sind wir schon auf der Weltkarte. Ach ja. So, und wir sind gleich. Hier sind wir. Und, genau, ich kann ein bisschen so rumscrollen. Was heißt scrollen? Mit fortbewegen ist ein bisschen... Obwohl, es ist nicht so, ich glaube, in Rome Total war was schlimmer. Hier ist es relativ angenehm, obwohl es ein bisschen schnell ist. So, also, was haben wir denn alles? Wir haben ein paar Truppen hier. Okay, da schauen wir uns gleich alles an. Oh, auch in, wie sagt man, Bologna? Bologna? Bologna wahrscheinlich. Ach ja, wieder schön viel zu lesen für mich. Obwohl, es gar nicht mal so viel. Das geht. Also, wir haben hier unten Bologna, eine kleine Stadt. Dann haben wir hier eine Holzburg. Genau, es gibt jetzt einen Unterschied. Im Gegensatz zu Rome Total War hatten wir alles, da war ja alles eine Siedlung. Da konnte man eigentlich alles bauen. Hier gibt es jetzt den Unterschied. Man kann sich entscheiden, ob man entweder eine Ortschaft, also einen Ehrenort haben will, der für die Bürger da ist. In so eine Stadt oder so weiter. Oder ob man eher so eine Burg haben will. So, das ist schon mal ein Unterschied. Was noch? Diplomaten gibt es, glaube ich, immer noch. Beziehungsweise wir haben eine Prinzessin. Egal, schauen wir erst mal rein. Ich muss ja ein bisschen schauen. Wir haben ja Frankfurt zum Beispiel. Mit Dietrich von Sachsen, Statthalter. Ach, wo fange ich an?
Und wir sind hier halt... Ah, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir erstmal unten an. So, also. Ich sag Bologna dazu. Oder Bolognese. Nee, Bologna. So. Hier ist Kaiser Heinrich der Streiter. Wer ist denn unser Seitenanführer? Dann fangen wir doch damit an. Genau. Hauptstadt ist Frankfurt. Das ist hier in der Mitte. Okay. Anführer ist Kaiser Heinrich der Streiter. Okay, der ist hier unten. Ist auch der größte General. Wir haben 6 Generäle gerade. Kontrollierte Regionen 6. Die könnten natürlich überall verteilt werden. Städte haben wir nur 4. Ich verstehe. Was heißt denn 6 Regionen? Okay. Ach so, weil wir 2 Burgen haben. Okay. Wir sind im Jahr 10. 1080. Rundenzahl 1. Erste Runde. Vorherrschaft. Blablabla. Verbleibende Runden 225. Ich hasse eigentlich immer, wenn so ein Limit reingesetzt wurde. Ich hoffe, wir schaffen alles vorher. Aber 225 Runden ist vielleicht schon etwas weit. So, hier können wir alles automatisch steuern lassen, aber ich mache das lieber selber. Das haben wir in Rome Total War gemacht. War ein bisschen aufwendig, aber so konnte ich alles kontrollieren. Und ich wusste, was ich gebaut habe. So, was haben wir alles? Stammbaum. Kaiser Heinrich der Streiter mit Bertada. Okay. Und Prinz Henrys der Erbe. Ich wünschte, ich könnte den Nachnamen wissen. Obwohl, wir gehen dann immer von dem direkten Nachfolger hier aus und nehmen nicht irgendeinen anderen. Okay. Prinz Henry. Dann gibt es noch eine Tochter, die Agnes. Und Leopold. Okay. Was haben wir noch? Schriftrolle, Seitenerweiterung. Okay, das ist die, wie sagt man? Statistik. Der Vergleich zu den anderen Seiten. Listenschriftrolle. Ah, okay, wunderbar. Oh, und wir können auch sortieren. Perfekt, auch wenn es nicht so den Anschein hat. Okay, das sind unsere Generäle. Kaiser Heinrich, Dietrich von Sachsen, Markus, Prinz Henry und Otto von Kassel, Maximilian, Mandorf und Leopold. So. Siedlungen haben wir Frankfurt, Nürnberg, Staufen, Bologna, Wien und Innsbruck. Innsbruck ist eine Burg, okay. Nennen wir es dann Innsbruck. Wir haben hier Rainer Erlach, er ist ein Spion. Ich sag Peter der Korrupte, er ist Kardinal. Okay, die schauen wir uns noch selber an. Agnes, Prinzessin, okay. Was haben wir hier? Ach ja, wir hatten ja Rom, unseren Senat. Da hatten wir ein paar Posten drin. Hier haben wir das Kardinalskollegium. Und wir wollen natürlich dort hinein. In das Kollegium rein. Und da sind wir auch schon. Und wir haben hier mit unserem Peter der Korrupten, den Korrupten, ihren Posten. Er ist beziehungsweise Erzbischof. Und da haben wir auch schon im Kollegium einen Platz. Das geht weiter bis zum... Okay, die sind im Kardinat. Okay. Schauen wir uns das dann an. Ich will da auf jeden Fall rein. Wir haben hier auch die Papststaaten mit Frodericus. Oder Frodericus wahrscheinlich. So, was haben wir noch? Diplomatie. Keiner hat irgendwelche Bündnisse geschaffen. Und hier ist der Papst. Okay. Papst Gregory von den Papststaaten. Er ist 40 Jahre alt. Er ist General. Okay. Papst um die Genehmigung eines Kreuzzugs bitten. Wir können Kreuzzüge ausrufen, okay. Aber wir haben nicht genug Ansehen bei ihm. Hier sehen wir das Ansehen. Je mehr Kreuze, desto höher ist die Gunst des Papstes. Was haben wir? Hier. Seine Heiligkeit für den Glauben der Seite des Heiligen Römischen Reichs unzureichend. Da setzt er doch eher lieber auf Ungarn. Seine Heiligkeit verbindet nichts Negatives mit der Seite Ungarn. Na gut, es ist keiner da, der irgendwie was machen könnte. Wahrscheinlich. So, dann sind wir hier in Übersichten raus. War das alles? Ja. Ach, Junge. Ich bin schon ein bisschen froh drüber. Ich mag ja diese Art von Spiel dann doch sehr gerne. Schauen wir uns erstmal die Charaktere an, oder? Jetzt zum Beispiel. Es müsste Agnes sein, nicht wahr? Ja. Sie sagt ja auch was. Ja. So. Agnes, Prinzessin. Sie hat auch einen Charme. Und zwar
Zumindest ansehnlich genug, um die einfachste Sorte Mann um den Finger zu wickeln. Okay, sie ist aber Prinzessin. Das ist jetzt nicht gerade sehr vorteilhaft. Und sie hat gar kein Gefolge, aber Merkmale. Natürliche Verhandlungsführerin. Ihre Faszination für die hohe Kunst, anmutige Kontakte zu knüpfen, hat eine geschickte Rednerin aus ihrer Hoheit gemacht. Plus zwei Charme. Okay, so ergibt sich das dann. Frühe Erfolge auf ihren diplomatischen Missionen legen nahe, dass diese Dame ihr Volk noch oft in der Zukunft vertreten wird. Plus eins Charme. Okay. Das heißt, wenn wir mit der ein bisschen in der Diplomatie weitermachen, dann läuft das auch ganz gut, nehme ich an. So, da gehen wir mal weiter zu dem Korrupten hier. Seid gegrüßt, Kaiser. Ja, und grüße dir auch, Peter der Korrupte. Ja, du bist hier recht frömmig, denn zeigt einen gesunden Respekt für alles ihm Heilige, auch das Geld. So, gesegnet. Er scheint mit seiner Spiritualität Gott näher zu sein als die meisten. Jahre der Arbeit als Missionar haben seinen Glauben und seine Überzeugung nur noch weiter gestärkt. Ihm wurde nun vom Papst persönlich die Kardinalswürde übertragen. Und er ist vollkommen korrupt. Man nimmt an, dass er Akte ruchlosester und verkommenster Obszönität begeht, sobald er sich vom Altar entfernt. Ach du meine Güte, minus 3 Reinheit. Ja, okay. Und er ist direkt hier beim... Ah, wir sehen es leider nicht. Das ist aber das Zeichen für Wein. Hier gibt es Wein. Das heißt, es gibt auch Kaufleute, die können wir dann auch mit solchen Gütern hier handeln lassen. Zum Beispiel hier ist Holz. Da ist Zinn, Eisen. Ach ja. Ich bin Diener Gottes. Sagt er auch was? Diese Schriftrolle zeigt euch... Okay, das ist nur allgemein, was für Informationen da sind. Genau. Schauen wir nochmal. Haben wir noch ein paar... Ne, wo war das List denn? Ein paar Agenten? Ja, wir haben tatsächlich einen Spion. Ja, Kaiser. Die Augen des Reichs. Da ist er. Im Prag herum. Ja, Kaiser. Rainer Erlach. Talent. Ungeschickt und unauffällig. Nur ein Narr würde ihn zur Spionage einsetzen. Mutig, mich jetzt so zu nennen? Kann fast überall unauffällig mit der Umgebung verschmelzen. Plus ein Agententalent und höher Sichtlinie. Okay, er ist 20 Jahre alt und schon Spion. Den schicken wir doch mal nach Prag rein, oder? Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Bitte. Okay, nichts ist passiert. Genau, das ist aber auch das Tolle jetzt. Wir haben recht viele dieser Clips. Und das ist ja ganz nett, das macht es noch viel schöner. Ja, Spion bei Mission getötet. Ein Narr würde ihn halt da reinschitten. Das bedeutet nichts Gutes, Sire. Es scheint, als wäre unser Mann, der zu spionieren ins Feld geschickt wurde, gefangen genommen und augenblicklich exekutiert worden. Außer Misstrauen wird nichts bei dieser Sache herauskommen. Ja, schon mal haben wir einen Spion verloren. Ungünstig. So, dann weg von dem Ganzen. Und wir schauen uns erstmal die Stadt hier an. Und was sehen wir hier alles? Ach ja. Er ist Statthalter. Unser Anführer. Ich würde unseren Anführer gerne nochmal einmal anschauen. Schließlich ist er der Anführer. Er verdient das. Kaiser Heinrich, der Streiter. So, Kommando. Versteht das Konzept einer Befehlskette, weiß aber kaum, welche Befehle man erteilen muss. Ritterlichkeit. Wenn es auch ein paar Diskrepanzen gibt, so hat er nur ehrenvolle Absichten. Autorität. Manche seiner Untergebenen sehen die Dinge so wie er, wenn auch nicht die Mehrheit. Und naja, er betet gelegentlich um Vergebung seiner Sünden.
Dieser Mann ist dennoch der Anführer einer Großmacht der Welt und verlangt daher Respekt und Gehorsam. Das heißt mehr Kommando, mehr Autorität und plus 3 persönliche Sicherheit, damit er nicht von einem Anschlag betroffen wirst. So, aufstrebender Kommandant. Dieser Mann verfügt über einige Kampftaktiken und kann Männer in die Schlacht führen. Das ist nützlich. Er ist auch gläubig, denn er befolgt die religiösen Grundregeln und betet oft genug. Er ist ein ehrenhafter Streiter, denn dieser Mann ist so ritterlich, das glaubt ihr kaum, dass seine Feinde es als Ehre betrachten, durch das Schwert eines so würdigen Gegners zu sterben. Plus 4 Ritterlichkeit. So, dann schauen wir mal. Wir sind jetzt in der Stadt, nicht wahr? Genau, hier gibt es auch einen Steuersatz. Hier ist unsere Einnahmen. Die öffentliche Ordnung ist plus 145%, ist doch nett. Bevölkerung 3500. Wir brauchen 6000 für die nächste Siedlungsstufe. Okay. Und Volkswachstum plus 3%. Ja, es wird ein bisschen dauern. Automatische Verwaltung wollen wir nicht machen, das machen wir manuell. Dann was sehen wir hier? Gebäudekartei. Okay, da sehen wir dann die verschiedenen Stufen, die wir haben können. Entweder Stadt oder Burg. Genau, das sind einfach die verschiedenen Dinge wahrscheinlich. Jupp. Stadt bietet einfach viel mehr. Obwohl die Burg auch nicht ganz nützlich ist, das lesen wir gleich durch. Kann ich nicht schließen? Doch. So. Ja, dann schauen wir mal, was wir überhaupt gebaut haben. Was ist denn hier und was haben wir für Truppen? Alles wichtige Dinge, die wir wissen müssen. Empfehlung kommt später. Siedlungsdetails. Ah. Okay, das ist nur Volkswachstum. Die Einnahmen aus der Verwaltung, aus dem Handel, Steuern, Farmen. Korruption gibt es ja auch leider. Religion ist meistens katholisch. Das kann auch einen Einfluss haben. Deswegen haben wir auch Priester, also die verschiedenen Seiten ihre Priester. Es gibt die verschiedenen Glauben hier voranbringen können und das kann zu Aufständen sorgen. Das heißt, das ist auch wichtig, dass man das hier berücksichtigt. Genau, und im Falle einer Belagerung könnte diese Siedlung 7 Stunden durchhalten. Und Wachstum kommt von Einfluss des Statthalters, aber meistens von der Grundfarmstufe und Schmutz ist halt negativ. Okay. Wir können sie jetzt zur Hauptstadt machen, okay. Oder Handelsübersicht. Oh, machen wir doch mal. Bologna Kleinstadt, Landhandel, Import und Export mit Mailand in Marmor und Textilien. Okay. Selbiges mit Venedig und Rom und Neapel, da verteilen wir Korn. Aber wir haben ja höheren Export als Import. Aha, Korn, Marmor und Wolle. Und Ragusa will Marmor. Halserträge, Farmerträge, Gesamterträge 354. Handel ist schön. Steht ja eigentlich was? Diese Schriftrolle gibt euch einen Überblick über... Ja. Und was steht hier zu Handelsdetails? Auf dieser Schriftrolle könnt ihr die Handelsgüter eurer Siedlung sehen, wie auch die Einnahmen durch Farmwesen, Minen und Handel mit anderen Siedlungen. Der Einsatz von Händlern und Handelsabkommen wird eure Einnahmen durch den Handel steigern. Der Bau von Farmen und Minen steigert ebenfalls die Einnahmen einer Siedlung. Okay, das müssen wir dann bedenken, dass wir dann immer schön Handelsabkommen machen. Also, was haben wir hier alles in Bologna? Wir haben einmal die schöne Holzmauer. Holzmauer, eine Verbesserung, warte, haben wir dann irgendwas Grundlegendes? Nicht in Staufen, das ist ja eine Burg. Ach, ich kann mich auch mit Vias bewegen, sehr schön. Nürnberg, ach, da haben wir das untere. Okay, Holzpalisade. Palisade. Unser unterhaltsfreie. Genau, wir haben jetzt unterhaltsfreie Einheiten. 2 Stück können wir hier haben. Und möglich Rekrutierungsplätze 1. Okay, ich kann nicht nach unten, weil das schon alles ist. Was ist denn eine Holzpalisade? Eine aus spitz zulaufenden Pfählen bestehende Holzpalisade bringt Sicherheit, dient als Pferch für Viehherden und erschwert zugleich auch Viehdiebstähle. Massive Angriffe kann sie nicht allzu lange standhalten. Andererseits fallen lediglich geringe Baukosten an und es sind keine besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse von den einheimischen Bauern erforderlich. Also recht simpel. Dann schauen wir auch mal die Ortswache an. Ortswache. Wir können ja schon Stadtmiliz herholen.
Gebäude einreißen, Teile der Kosten zurückführen? Nö. Die Ortswache setzt sich aus Milizen, Bürgerwehr, Straßenbeleuchtern und Streifenpatrouillen zusammen. Sie ist in einem kleinen Kasernengebäude untergebracht, das einerseits Übungsmöglichkeiten bietet und andererseits auch als Waffenlager genutzt wird. Im Allgemeinen gilt die Errichtung einer Ortswache als der erste wichtige Schritt zum Aufbau einer einheimischen Militärkultur und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Ordnung wichtig. So. Und wir haben eine Rodung. Das sehen wir auch, das nix. Die Rodung ist der erste Schritt auf dem Weg zur Errichtung einer organisierten Agrarwirtschaft außerhalb der Stadt und zur Sicherstellung des Wachstums einer Region. Ob nun Rodung oder lediglich Abholzung mit anschließender eingehender Bodenbearbeitung. Wenn die herrschende Klasse einer Region keine derartigen Maßnahmen zur Kultivierung der Felder ergreift, wird sie früher oder später Schwierigkeiten bekommen, die Nahrungsversorgung der Bevölkerung zu sichern. Nahrungsmittelproduktion plus 1, okay. Das ist das, was wir in Nürnberg haben. Schauen wir mal nach Bologna. Da haben wir dasselbe mit der Ortswache, aber wir haben die Holzmauer. Holzmauer. 3 Einheiten dann unterhaltsfrei, okay. Ach, maximal verfügbar sind 2. Das heißt, wir müssen, glaube ich, immer eine Runde warten. Dann können wir eine weitere Stadtmiliz holen. Mit der Holzmauer 2. Und dann müssen wir eine Runde wieder warten, bis wir wieder 2 herholen können. Diese groben aus Baustämmen errichtete Mauer ist deutlich stabiler als eine Palisade und die der Abwehr von Banditen und anderen Schurken. Gezielten organisierten Angriffen kann sie zwar nicht standhalten, dennoch verleiht sie einer Siedlung eine gewisse Stabilität, Identität und auch ein bisschen Charme. Und wir haben hier in Bologna auch einen Hafen. Der gute Hafen. Steigerung von Handelsgütern und wir können Kogge bauen. Ein Hafen eröffnet einer Siedlung neue Handelsperspektiven. Tatsächlich ist der Gütertransport auf dem Wasserweg die einzige Möglichkeit, umfangreiche Frachtladungen kostengünstig über große Entfernungen hinweg zu befördern und dabei Gewinne zu erwirtschaften. Durch die Notwendigkeit, die Handelsschiffe in gutem Zustand zu erhalten, sind hier zwangsläufig auch die für den Bau von Kriegsschiffen erforderlichen Fähigkeiten vorhanden. Schick. Warte, dann haben wir hier tatsächlich die Kogge. Okay. Was haben wir in Innsbruck? Ah, warte, da hatten wir einen Bau selber. Aber das machen wir später. Warte, was haben wir hier? Innsbruck ist ja eine Burg, nicht wahr? Ja, eine Holzburg. Auch ein Bogner und eine Musterungshalle und nicht mehr nur eine Ortswache. Was ist denn eine Holzburg? Verstärkte Tore, zusätzliche Mauerverteidigungen. Mögliche Rekrutierungsplätze 2. Das ist ja schon mal sehr gut. Ich glaube, im Gegensatz zu einer Stadt haben wir ja hier nur... Jawohl, auch 2. Ich sag nichts. Also, aber hier können wir schon Panzerritter und berittene... Sag mal Sergeants oder Sergeants? Ich sag Sergeants. Vielleicht, also sag mal Sergeants, Sergeants. Ich sag Sergeants. So, auch wenn der Holzburg durchaus als Basisstützpunkt dient, sollte sie nicht als Langzeit-Defensivbollwerk, sondern vielmehr als Übergangslösung verstanden werden, bis genügend finanzielle Mittel verfügbar sind, um eine massivere, steinerne Bastion zu errichten zu können. Trotzdem ist sie natürlich groß genug, um die wichtigsten militärischen Ausbildungsstätten beherbergen zu können und daher für Regenten, die gemischte Armeen aufstellen wollen, unentbehrlich.